das Wetter, wie ich jetzt selber gelesen habe, wird jetzt in den nächsten Tagen ungemütlich. Wie ungemütlich wird es denn? Also ungemütlich im Sinne von Wind. Bereits heute am Nachmittag wird der Westwind deutlich auffrischen. Es schaut aktuell zumindest zwar noch sonnig aus, aber im Laufe des Nachmittags werden die Wolken dann dichter. In der Nacht auf Freitag erreicht uns dann eine Kaltfront. Mit dieser wird es verbreitet regnen. In Lagen oberhalb von 800 Meter Seehöhe auch regnen. Morgen tagsüber frischt dann der Westwind, also morgen am Freitag frischt der Westwind deutlich auf. Ich erwarte dann Windspitzen bis 80 Kilometer pro Stunde. Dazu immer wieder Regen und Graupelschauer. Am Samstag ist dann Zwischenbesserung, aber dann am Sonntag, dann kommt wirklich der starke Wind. Da werden sich im östlichen Flachland Spitzen bis 100 Kilometer pro Stunde ausgehen, im Bergland auch darüber. Dazu immer wieder kurze Regen- und Graupelschauer. Angeblich steckt ja das Tief Marie dahinter, stimmt das? Verantwortlich dafür ist ein Tiefdruckwirbel, der aktuell noch mit seinem Kern über der Ostsee liegt und der wird in den nächsten Tagen für uns dann auch wetterbestimmend, ja. Letzte Frage, vielerorts sehnt man jetzt auch schon wärmere Temperaturen herbei. Können Sie prognostizieren, ab wann es wirklich wärmer wird? Nein, also in den nächsten Tagen einmal auf keinen Fall. Üblicherweise können wir gute Vorhersagen für die nächsten 3 bis 5 Tage machen. Längere Aussichten mit einem gewissen Trend in den nächsten 10 Tagen, da zeichnet sich einmal auf keinen Fall ein Temperaturanstieg an. Insgesamt, es herrscht noch Winter und das wird uns auch noch in den nächsten 2, 3 Wochen auf jeden Fall begleiten.